If you're a Formula One driver, you want to drive for Ferrari, and if you're a touring car driver, you want to drive for BMW. The best thing between driving a touring car versus a single seater for me is that you can rub. I do it because my heart is behind the wheel. Instinct is adrenaline, it's fight or flight. It takes you away from the comfort zone of your family, your friends, and it puts you in a cell, in a car, on your own, where you can influence your destiny. Es waren die ersten Rennen nach dem Krieg sozusagen, wo auch ein bisschen Spektakel war. Die Formel 1 war langweilig, da waren nicht diese Kämpfer. Der Motorsport war so unterschiedlich, wie wenn du Papierflieger steigen mit Raketenstart vergleichst. Da gab es Berührungen, da hat es dann bei Stunden nach Gummi, da hat es geraucht, gepfiffen. Das war einfach richtiger, cooler Motorsport. Also BMW hat dann schon immer Zeichen gesetzt, das war schon eine tolle Zeit. Be a crowd pleaser and still win. Namen wie Stuck, Ravaglia, Steve Sobot, Johnny Cecotto, das waren wirklich, das waren Superstars, das waren wahnsinnige Größen und ich war mittendrin. You could race and do maneuvers that others couldn't just because of the M3. Die besten Fahrer sind da, wir kämpfen um Zehntel, um Halbzehntel, wir kämpfen um alles. Bei jeder Vorstart, jeder Saison denkt man, oh, ich möchte dieses Gefühl unbedingt so schnell wie möglich wieder haben.